das ist der Klaus. Der Klaus arbeitet bei Dick. Und der Klaus zeigt uns jetzt mal, wie man jetzt mit einem Wetzstahl vernünftig ein Messer wieder aufrichtet, wieder schärft oder wieder schärft. Ja, wieder schärft. Ja, genau. So. Wir haben hier einen Dicaron, unseren meistverkauften Wetzstahl. Das ist ein ovaler Wetzstahl. Ja. Ovale Wetzstahle sind dadurch besser geeignet, um das Messer abzuziehen, da ich eine größere Auflage habe, eine größere Messerauflage. Ja. Ich setze das Messer an in einem Winkel von 15 Grad, ziehe eine Seite und dann die andere Seite. Immer rechts und links am Stahl entlang. Okay. Also kann man auch ein bisschen langsamer wahrscheinlich machen, wenn man sich damit nicht auskennt, ja? Ja, man kann es aber auch dann vom Körper wegmachen. Das ist was für die Sicherheitsbeauftragten unter euch? Ja, oder ganz einfach, man setzt es auf ein Schneidbrett, guckt von oben auf einen Winkel von 15 Grad und zieht es dann nach unten ab. Okay, gut. Das ist das ganze Geheimnis und wichtig, guter Wetzstall, ne? So ist es. Alles klar. Gut, danke.